Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zur AC&C. Nachdem wir ja im letzten Tutorial einmal das Startup Procedure aufgefrischt haben, da die AC&C ja inzwischen aus der Beta-Phase raus ist und als Release verkauft wird, haben wir das nochmal aktualisiert. Kommt jetzt etwas Neues, und zwar schauen wir uns einmal Taxi und Takeoff an. Wir befinden uns hier in unserer hochgefahrenen A10 und müssen nur noch ein paar Sachen vornehmen, bevor wir mit dem Taxi anfangen können. Als erstes machen wir mal die Haube zu. Das kann man auch auf der Last Chance machen, aber hier fürs Tutorial, dass man ein bisschen bessere Soundkulisse haben, machen wir es jetzt schon mal zu. So, des Weiteren gucken wir nochmal, ob soweit alles gut aussieht. Unser Sauerstoff soll da ein sein, dass wir das später nicht vergessen. Die Anzeigen hatten wir vorne schon gesetzt, unsere Lichter sind gesetzt. Und was uns jetzt im Prinzip noch fehlt, ist einmal die Heizung für das Staurohr, damit es dann in der Luft nicht einfriert. Das machen wir aber erst zum Schluss, wenn wir anfangen zu rollen. Weil wenn es überhitzt, also wenn es quasi gewärmt wird, ohne dass man sich bewegt, dann kann es eben zu Messfehlern kommen, und dann kriegt man komplett falsche Geschwindigkeiten angezeigt. Und des Weiteren unser Nose Wheel Steering. Aktuell, wenn wir mal rausgucken, wenn ich mein Ruder betätige, betätige ich mein Ruder, also meine Seitenflossen. Aber das hilft uns am Boden nicht ganz so viel. Wir wollen ja, dass sich das Rad bewegt. Also schalten wir einmal das sogenannte Nose Wheel Steering ein. Da gibt es auch einen extra Button in den Optionen, und wenn wir das eingeschaltet haben, dann zentriert sich das Bugfahrwerk. Wir sehen auch hier, das Licht ist jetzt sichtbar, also das Licht war eingeschaltet, und wir haben hier die Anzeige Steering Engaged, und draußen bedeutet das jetzt einfach nur, dass wenn ich mein Ruder betätige, ich neben dem normalen Seitenruder auch noch mein Bugfahrwerk bewegen kann, und das macht das Lenken am Boden ja überhaupt erst möglich. Beim Takeoff gilt es dann darauf zu achten, dass das Nose Wheel Steering bei 70 Knoten indicated wieder deaktiviert wird. Ansonsten kann es sein, dass sich das Rad irgendwie querstellt, und dann können wir das Bugfahrwerk nicht einziehen. So, wir haben unseren Anti-Skid, also unsere Blockierhilfe, eingeschaltet. Dann machen wir natürlich einmal noch den Test für die Flaps. Das erkennt man jetzt hier nur ein bisschen, dass sich da was tut. Ja, ganz, ganz wenig sieht man es an der Schrift. Wer die Außenansichten beim Fliegen anhat, der kann sich das hier natürlich auch nochmal angucken. Zusätzlich auch einmal das Höhenruder und das Querruder. So, und dann natürlich auch einmal die Airbrakes testen, ob die funktionieren, und des Weiteren einmal die Bremsen testen. Ich habe jetzt von Cytec die Ruderpedale, das heißt, ich kann links und rechts separat bremsen oder halt mit beiden zusammen. Dort steuere ich dann natürlich auch das Ruder, und dafür einfach mal ein ganz klein wenig Schub geben. Okay, rechts. Und auch nochmal die linke Bremse. Und beide zusammen. Jo, das passt also auch. Wir haben unser Taxi-Leitern, wir haben unsere Flaps auf Normalstellung für den Takeoff. Wir schalten unser Datenlink noch ein. Targeting-Port können wir auch schon mal einschalten. Und laut Flight-Manual sind so zwischen 15 und 25 Knoten am Boden angegeben, die man halten soll. Entweder man richtet sich danach, alternativ gibt es ja auch in den einzelnen Staffeln noch unterschiedliche interne Prozeduren, die vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger erlauben. Wir schalten dazu hier einfach mal auf Steerpoint, und jetzt können wir uns hier auf dem rechten MFCD, das ist hier der Indicated Airspeed, der fängt halt erst bei 50 Knoten an zu zählen, können uns den aber einfach mal umschalten auf den Ground Speed, also auf die wahre Geschwindigkeit über Grund. Und so können wir auch kleinste Geschwindigkeiten messen, und so können wir halt auch aufpassen, dass wir diese 25 Knoten nicht überschreiten. Durch dieses Advanced Flight Model würde ich bei der A10 gerade in Kurven auch nicht viel mehr machen. Denn man kann sich ja das Fahrwerk doch sehr schnell zerschießen.
Gut. Jetzt können wir auch unser Pitot-Rohr einschalten, also unser Staurohrbelüftung bzw. Heizung, und kontaktieren einmal den Tower für die Taxi-Freigabe. Cabo Lady, Hog 1-1, request taxi to runway. Okay, Runway 7 bedeutet Richtung 070, und wenn wir mal auf unser HSI gucken, 070 ist da drüben, und wenn es dort nach oben geht, heißt das, ich muss in die Richtung rollen, damit wir dann in diese Richtung starten können. Gut, das machen wir. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ich bin mal gespannt, ob der Tower das dann auch durchgibt. Wir brauchen dann natürlich noch unseren Druck, damit wir unseren Höhenmesser sauber einstellen können. Bei uns in der Staffel, beziehungsweise auch je nach welchem Standort man stationiert ist bei der Luftwaffe der Bundeswehr, wird das dann vom Tower beim Taxi durchgegeben. Also unser ehemaliger Phantompilot Smokey, der meinte, in Wittmund ist das zum Beispiel bei der Phantom so gewesen, dass man den Druck für den Höhenmesser, den stellen wir dann hier noch ein, dass man den wirklich erst beim Taxi durchgegeben bekommen hat und dann halt beim Taxi eingestellt hat. Wir gucken mal, wann der DCS Tower uns diese Werte gibt. Ansonsten schalten wir den einfach so, dass wir hier auf Höhe 0 sind. So, wir rollen jetzt hier Richtung Runway. Hier sehen wir unsere Geschwindigkeit. Wir sind aktuell bei 19 Knoten. Ich glaube, 25 ist ein bisschen mehr. Viel schneller würde ich dann auch nicht rollen mit der A10. Nicht, dass wir uns hier die Reifen kaputt machen. Und wir nehmen ruhig mal die letzte Ausfahrt. Wir machen das jetzt hier erstmal DCS-Style. Ich werde ja, wenn ihr meine Roadmap gelesen habt, später nochmal weitere Rubriken bei YouTube hinzufügen, wo dann auch reale Prozeduren durchgeführt werden. Dann machen wir dann natürlich auch Funkprozeduren für Startup, Taxi und Takeoff, so wie wir sie in der Staffel bei uns handhaben, und dass wir dann großenteils auch von unseren Mitgliedern von der Bundeswehr sein. Also wir haben, wie gesagt, einen Piloten, der ist leider ein bisschen offline in letzter Zeit, und wir haben aber auch noch ein paar Leute, die als GCI arbeiten, also als Controller, und da haben wir natürlich eine gute Vorlage für reale Prozeduren, manchmal auch für ein paar Werte. So, wir warten jetzt ja erstmal auf der Last Chance für unsere Startfreigabe, gucken, dass die Bahn frei ist. Real würden jetzt hier nochmal Sicherungen entfernen für Waffen etc. pp. Man kann auch jetzt hier nochmal ein paar Flight-Tests machen, aber wir haben ja unsere Sachen soweit alle gecheckt. Die laufen auch ganz gut, sieht alles ganz schick aus. Wir holen uns jetzt hier mal vom Tower die Freigabe. Cabo Lady, Hog 1-1, request takeoff. So. Hog 1-1, Cabo Lady, you are cleared for takeoff when ready. Climb 300 at QFE 30.17. So, 3017. So, und jetzt stellen wir hier unten den QFE ein, 3017. Zack, und das haut dann auch hin. Fast. Wir sind ja hier, glaube ich, gar nicht so weit im Gebirge drin. So, jetzt hört es auch auf zu flackern. Gut, wir haben unsere Startfreigabe, das heißt, wir rollen jetzt auf die Runway. Und da wir in der Regel zu zweit fliegen, stelle ich mich auch selten auf die Mitte, sondern als Element Lead dann immer auf die linke Seite, wenn wir aus der Richtung kommen, damit mein Wingman mich auch im Blick hat.
So. Sehr schön. Okay, wir sind startbereit. Wir haben unsere Flaps in Normalposition. Wir haben unser Anliegeskit eingeschaltet. Wir haben unser Staurohr eingeschaltet. Der Rest sieht auch gut aus. Wir haben die Tower-Freigabe. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen auf die Bremsen. Bei unserer Bewaffnung, das ist ja hier nicht viel, geben wir einen Thrust, also ja, Schub, 90% Core RPM. Warten dann 10 Sekunden, bis die Maschinen soweit sind und lassen dann die Bremsen los. Dann fangen wir an zu rollen. Bei 70 Knoten indicated werden wir dann, wie gesagt, auch wenn wir das gerade schwer erkennen, werden wir dann, wie gesagt, das Nose-Wheel-Steering wieder deaktivieren. Und so bei 135 Knoten, 130 Knoten, werden wir die Nase um 10 Grad nach oben ziehen, mehr nicht. Wir wollen ja die Maschine nicht nach oben zwingen, sondern mit steigender Geschwindigkeit würde die dann alleine abheben. Und wenn wir erstmal in der Luft sehen, dann werden wir sofort das Fahrwerk einfahren und bei 175 Knoten indicated ziehen wir die Klappen ein und gehen dann auch ein bisschen mit dem Speed und mit der Steigrate nach unten. Gut, genug geredet. Wir steigen auf die Bremsen, geben Schub 90%. Und dann geht's los. So, Nose Wheel Steering ist ausgeschaltet. Ja, das HUD ist gerade schlecht lesbar, deswegen gucke ich unten auf meinen kleinen MFD. Jetzt gehen wir mit der Nase 10 Grad nach oben und wir sehen, die hebt von ganz alleine ab. So, Fahrwerk rein. Und die Klappen würde ich bis 175 Knoten noch draußen lassen, dass man einfach ein bisschen mehr Auftrieb hat. Jetzt habe ich auch noch ein klein wenig mehr Gas gegeben. Und jetzt ziehen wir auch noch die Klappen ein. So, im Flight Manual steht zwar, dass man beim Takeoff 100% Schub geben soll, also die 90% nur zum Anfang, dann 100% und auch im Steigflug 100% geben soll. Aber wie gesagt, wir rechnen ja hier damit, dass wir in einer Two-Ship, also in einer Formation von zwei Flugzeugen fliegen, und wenn ich selber schon 100% gebe, dann hat man bei einer Two-Ship immer das Problem, dass der Wingman in der Regel nicht dranbleiben kann, weil wenn man nicht über die 100% gehen kann, die A10 hat ja keinen Nachbrenner, dann kann er eben auch nicht mehr aufholen. Na, das heißt, ich selber bin zwar auf 100% und alles ist safe, aber mein Wingman, der ja, kommt nicht hinten ran. Man hat ja auch immer ein bisschen Verzögerung bei den Kommandos und durch Teamspeak. Und wenn ich selber mit 90 arbeite, dann hat mein Wingman einfach auch die Möglichkeit, mit 95 oder mit 100 zu arbeiten und so besser an mir dran zu bleiben. Man steigt dann zwar vielleicht nicht so schnell oder kommt auch nicht so schnell von der Runway, aber wie wir sehen, es hat ja trotzdem gereicht. Gut, und wenn wir zu zweit sind, bleibt man wie gesagt bei den 90%, maximal vielleicht 95%. Dann steigen wir auch nicht mit 10 Grad, sondern nur mit 5 Grad oder 7 Grad, aber auch das reicht allemal. Gut, das war's zum Thema Taxi und Takeoff mit der A10C. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial ein bisschen was gebracht, und was als nächstes kommt, kann ich euch aktuell noch gar nicht sagen. Da lasst euch einfach überraschen. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!